Hallo und herzlich willkommen bei Pflegekraft. Ein Zuschauer hat mich gefragt, wie viel Flüssigkeit braucht eigentlich ein Intensivpatient? Das ist immer eine diskussionswürdige Frage, je nachdem, auf welcher Abteilung du arbeitest. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auf einer Kardiologie oder inneren Abteilung ist man mit Flüssigkeit doch etwas sehr, sehr sparsam. Wir werden auch scherzhaft von den Anästhesisten die Rosinenfabrik genannt. Weil die Kardiologen und Internisten sparsamer mit Flüssigkeit von den Patienten sind als zum Beispiel Chirurgen oder Anästhesisten. Das liegt an mehreren Sachen. Ne? Ich meine, kardiologische Patienten haben meistens was am Herzen und verpacken einfach nicht so viel Flüssigkeit, wenn die Pumpkraft dafür nicht ausreicht. Da gehe ich jetzt aber nicht drauf ein, sondern ich zeige euch, wie man den Flüssigkeitsbedarf, also erstmal nur den Basisbedarf bei einem Patienten errechnen kann. Hier seht ihr eine Formel, die uns während der Facharbeiterbildung beigebracht wurde. Wir rechnen mit 100 Millilitern bei den Patienten für die ersten 10 Kilo. Also 10 mal 100 ergibt 1000 Milliliter. Dann rechnen wir weiter mit 50 Millilitern von Kilo 11 bis 20. Das ergibt bei mir jetzt zum Beispiel 80 Kilo, 50 mal 10 und wir rechnen auf die 1000 nochmal 500 Milliliter drauf. Weiter geht's mit 15 Milliliter für jedes Kilogramm, was über 20 liegt. Das sind dann bei mir 60 und 15 mal 60 ergibt 900. Also ist mein Basisbedarf an Flüssigkeit pro Tag bei 2400 Millilitern. Dann gibt es noch eine zweite Formel. Wenn dein Patient oral keine Flüssigkeit zu sich nehmen kann, dann kannst du die Milliliterzahl pro Stunde berechnen, die du dem Patienten über Infusomaten zum Beispiel zuführst. Das kannst du natürlich auch runterrechnen bei der anderen Formel, die ich vorhin gezeigt habe, aber diese Formel wird in einigen Häusern auch angewendet. Wir berechnen den Flüssigkeitsbedarf pro Stunde. Und zwar rechnen wir mit 4 Millilitern für die ersten 10 Kilogramm Körpergewicht. Beim 80 Kilo Mann kommen wir dann auf 40 Milliliter. Plus 2 Milliliter für jedes Kilogramm bis 20 Kilogramm Körpergewicht und 1 Milliliter für jedes Kilogramm, was noch zusätzlich draufkommt. Bei mir würden wir dann also auf eine Summe von 40, 20, 60 Milliliter die Stunde kommen. Wir rechnen zusammen und wir kommen bei mir auf 120 Milliliter die Stunde, die man an Infusomaten dann einstellen kann und der Patient erhält. Die Gesamtmenge ist ein bisschen höher als bei der anderen Formel. Wir kommen hier auf einen Tagesbedarf von 2880 Millilitern. In der Praxis haben wir alle ja wenig Zeit und deswegen gibt es noch eine ganz einfache Formel, nämlich eine Schätzformel. Die läuft folgendermaßen. Du rechnest mit 30 bis 40 Millilitern pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Das heißt, wenn ich bei mir 80 Kilogramm mit 30 Millilitern rechnen würde, die ich am Tag brauche, dann komme ich auf 2400 Millilitern. Gehe ich ein bisschen großzügiger vor und rechne mit 40 Millilitern pro Kilogramm Körpergewicht, dann komme ich auf 3200 Milliliter Flüssigkeit am Tag. Diese Formel halte ich für den klinischen Alltag doch für sehr praktikabel, aber denkt dran, das ist alles nur der Basisbedarf. Wir müssen noch auf ein paar andere Sachen aufpassen. Wir ersetzen mit diesen Formeln also den Flüssigkeitsverlust des Patienten. Er verliert ja Flüssigkeit durch Urin, durch Haut, durch die Atemwege und durch den Stuhlgang. Es kann aber sein, dass noch ein paar andere Sachen dazu kommen, wie zum Beispiel starkes Schwitzen, irgendwelche Sonden oder Drainagen. Diesen Flüssigkeitsverlust müssen wir auch ausgleichen. Das heißt, der wird auf den Basisbedarf noch oben drauf gerechnet. Das ist nicht immer ganz einfach. Bei irgendwelchen Sonden oder Drainagen kann man das noch ziemlich gut abmessen. Aber wenn ein Patient schwitzt, na gut, ich meine, keiner von uns wird das Bettlaken des Patienten nehmen und auf eine Waage legen, um nachzugucken, wie viel Milliliter Flüssigkeit ich ihm nachgebe. Da muss man manchmal einfach in der Praxis ausprobieren, wie viel Flüssigkeit der Patient braucht. Bei Fieber, also laut den meisten Lehrbüchern bei über 37,5 Grad, muss man auch Flüssigkeit noch extra ersetzen. Und zwar rechnet man so, dass pro Grad über 37,5 man dem Patienten 3 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht zusätzlich an Flüssigkeit zuführt. Bei starken Blutverlusten muss man natürlich auch irgendwie das Blutvolumen, die Flüssigkeit ersetzen und
Im besten Fall weiß man, wie viel der Patient verloren hat. Dann gibt es noch so Sachen wie Erbrechen, Durchfall, Verdunstung von großen Wundflächen und auch Sepsis-Patienten. Das alles muss beachtet werden, wenn man den Patienten in seiner Flüssigkeit bilanziert, um ihn möglichst ausgeglichen zu halten und bei Sepsis-Patienten zum Beispiel deutlich mehr Flüssigkeit zu geben, damit der Patient den Blutdruck hält. Das war es so im Groben, also wie wir den Flüssigkeitsbedarf unserer Intensivpatienten berechnen. Mich würde interessieren, wie läuft das bei euch in der Praxis ab? Habt ihr da öfters Diskussionen mit den Ärzten bezüglich der Flüssigkeitsbilanz des Patienten? Gebt ihr eher mehr Flüssigkeit? Gebt ihr eher weniger Flüssigkeit? Wie sieht das bei euch aus? Und wenn du mehr zu diesem Thema weißt, dann schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Ich lerne sehr gerne dazu. Ansonsten würde ich sagen, freue ich mich über ein Abo und einen Daumen hoch. Mein Name ist Lukas Maximowski, Fachgesundheits- und Krankenpfleger für Anästhesie und Intensivpflege. Bis zum nächsten Mal. Ciao.